Ja, vielen Dank für diesen Beitrag. Frau Kirschke, Sie haben die Person gesehen, die jetzt etwas dazu gesagt haben. Vielleicht sagen Sie auch noch was dazu. Also, was mir daran auffällt, ist so, dass Schwierigkeiten da sind. Das ist also jetzt nicht nur eben in dem Beitrag, sondern das stelle ich auch immer wieder fest. Die Wahrheit der Träume mit der realen Wahrheit zusammenzubringen. Träume sind so irgendein skurriles Kopfkino mit Bildern, die es in der Realität nicht gibt. Und das kann man dann nicht zusammenbringen mit der Wirklichkeit. Ja, ja. Der entscheidende Punkt ist, dass die Träume eine Bildersprache haben. Und dieser Bildersprache sind kleine Kinder noch viel näher als wir Erwachsenen mit unserem logischen Denken und unserer Rationalität. Und es geht in der Traumarbeit oder im Traumverstehen einfach darum, dass wir wieder so ein bisschen werden wie Kinder und auch so ein bisschen spielerisch mit den Traumbildern umgehen. Dass man sich dann zum Beispiel sagt, ja, Leiter heißt ja emporklettern. Ja. Und von der Leiter fallen heißt, das, wo man emporgeklettert ist, da fällt man wieder runter. Und das kann man so direkt tatsächlich auf die Realität übertragen. Und so ist das eigentlich mit allen. Nicht? Autofahren auf der Autobahn, da hat man ein Steuer in der Hand. Das Steuer des Lebens hat man da in der Hand. Und wenn man einen Unfall baut, dann hat man vielleicht Angst vorm Crash, dass man irgendwie in seinem Leben einen falschen Weg einschlägt. Also es geht immer darum, ein Bild so real zu nehmen, dass man den Gehalt da drin erkennt. Und dann gibt es auch keine Probleme mehr, das mit der Realität zusammenzubringen. Macht das nicht jeder? Also ich denke, auch ich oder auch jeder Mensch, denke ich, versucht ja irgendwie den Traum mit dem Realen in irgendeiner Art und Weise zu verbinden, weil Sie gesagt haben, dass Ihnen das doch schon sehr oft auch vorkommt. Aber wieso machen Menschen das? Menschen suchen Orientierung. Das ist der Grund, warum sie sich ausrichten wollen an irgendetwas, ob es jetzt etwas Spirituelles ist oder ob es Psychologie ist. Und der Traum gibt uns eben Orientierung über unsere inneren Welten. Und jeder Mensch besteht ja aus sehr viel mehr Ich-Anteilen, als er so präsentiert. Und wir haben Anteile in uns, die leben wir gar nicht, aber die sind da. Und die haben wir vielleicht mal gelebt, aber dann haben wir gelernt, wenn du so bist, dann bist du böse und dann haben wir es gelassen. Und weil wir eben aus so vielen unterschiedlichen Ich-Anteilen bestehen, diesen ganzen Reichtum unserer inneren Welt, der kommt im Träumen zum Ausdruck. Die eine Dame sagte auch, sie hat geträumt, dass Jesus sie wach geküsst hat. Was kann man denn hier sagen, in welche Richtung geht das denn in die, zur Deutung oder zur Beratung? Also diese Dame hat auf jeden Fall einen Impuls gehabt, aus ihrem Unterbewusstsein sich spirituell in irgendeiner Richtung zu öffnen. Und Jesus ist ja ganz eindeutig ein transzendentes Bild, also irgendeine Kraft, die über das begrenzte Ich hinausgeht. Und dass sie jetzt bei der christlichen Wissenschaft gelandet ist, ist erstmal sekundär. Sondern Tatsache ist erstmal, sie, vielleicht hat sie sich auch mit spirituellen Dingen schon beschäftigt vorher, sie ist so aus ihrer Enge herausgekommen und hat so den Impuls bekommen, ich möchte mich irgendwie weitergehenden philosophischen Gedanken öffnen. So, und dann landet sie irgendwo, wo solche Gedanken angeboten werden. Das hat aber mit dem Traum nichts mehr zu tun. Das ist dann die Umsetzung des Traums. Frau Kirschke, wir haben eine Frage erhalten von einem Zuschauer, der gerne wissen möchte, was ein Déjà-vu ist und ob man das oder wie man das deuten kann. Ja, das wird häufig gefragt. Ein Déjà-vu gehört aber eigentlich in den medizinischen Bereich. Das ist eine neurologische Sache, wo ein Sinnesimpuls von außen irgendwie so ankommt, dass man eben dieses Erlebnis hat. Das hat aber nichts mit Träumen zu tun. Okay. Ihrer Meinung nach ist sowas möglich? Also kann es sein, dass ich etwas träume, was morgen passiert? Das ist noch was anderes, das ist ein Wahrtraum. Das ist jetzt was anderes als das Déjà-vu. Déjà-vu ist, man erlebt etwas und hat das Gefühl, das war schon mal. Und ein Wahrtraum ist etwas, was man immer eben natürlich im Nachhinein feststellen kann. Man erlebt etwas und weiß, das habe ich geträumt. Man hat es vielleicht einer Freundin erzählt, dass man diesen Traum geträumt hat. Kann das verifizieren im Nachhinein. Ja.
Frau Kirschke, Sie haben auch ein Buch geschrieben, Sie sind auch Buchautorin. Vielleicht erzählen Sie uns auch noch ein wenig, wie es überhaupt dazu kam, dass Sie dann doch das Lehramt, sage ich mal, abgelegt haben und dann in die Richtung gegangen sind und dann auch ein Buch geschrieben haben. Ja, also es ist so, dass ich über die Kunsttherapie auch und über die Traumtherapie eben sehr viel mit Bildern zu tun hatte. Mhm, und Träume sind ja auch innere Bilder. Und dieses Buch habe ich zusammen mit meinem Kollegen im Traumbüro geschrieben. Da geht es einfach darum, die Sprache der Seele als Sprache aus dem eigenen Unterbewusstsein zu erkennen. Ja. Und umzusetzen. Und dieses Buch hat auch so die Stoßrichtung aus der christlichen, aus dem christlichen Denken heraus. Dann vielleicht nochmal zum Schluss. Wie kann man Sie erreichen? Wo sind Sie hier in Hamburg? Vielleicht können Sie das nochmal kurz den Zuschauern erzählen. Das Traumbüro Hamburg ist leicht im Internet zu finden. Also bei Google Traumbüro eingeben, das ist schon alles. Ja. Und wir haben Angebote, also sowohl Gruppenabende als auch Vorträge, die also alle auf unserer Internetseite auch zu finden sind. Ja. Und wir sind eben auch telefonisch zu erreichen für telefonische Traumberatungen. Frau Kirschke, vielen Dank, dass Sie heute Abend bei uns waren. Alles Gute und vielleicht bis zum nächsten Mal. Danke für die Einladung. Dankeschön, Frau Kirschke. Ja, sehr geehrte Zuschauer, wir waren am letzten Montag bei einer Veranstaltung, einem interreligiösen Dialog, der auch zum Thema Was ist Wahrheit die Menschen eingeladen hat. Es waren Vertreter da vom Islam, vom Christentum und auch vom Buddhismus. Und das möchten wir nun kurz zeigen. Am 28. September 2009 veranstaltete die Jakubikirche in der Hamburger Innenstadt in gemeinsamer Zusammenarbeit mit der Ahmadiyya-Muslimgemeinde einen interreligiösen Dialog zum Thema Was ist Wahrheit? Die Veranstaltung begann mit den Versen aus der Bibel und dem Heiligen Koran. Eingeladen wurden Herr Oliver Petersen, der die Stellung vom Buddhismus vertrat. Insofern, das hat mich gefreut bei Pastor Patrick, ist auch aus buddhistischer Sicht Wahrheit relativ. Ich weiß, dass das einige Gläubige schockiert, sie möchten gerne absolute Wahrheit, aber ich habe auch nicht vom Relativismus gesprochen, wie manchmal... Herr Abdullah Uwe Wageshauser, Vorsitzender der Ahmadiyya-Muslimgemeinde und Pastor Klaus Petrick von der Jakubikirche in Hamburg. Nach kurzen Vorträgen zum Thema konnten die Zuhörer Fragen an die Religionsvertreter stellen. Was bedeutet für Sie Wahrheit? Wahrheit entsteht in jedem Menschen selbst. Ne? Wie er geprägt ist, das macht seine Wahrheit. Und jeder Mensch hat den Wunsch nach Glauben und Wahrheit, glaube ich. Ne? Das Bedürfnis. Aber wie es kommt, es geschieht aus ihm selbst und aus seinem kreativen Können. Wahrheit ist für mich im Wesentlichen etwas, was nützlich ist. Wenn man eine Sache auf eine bestimmte Weise sieht oder in einer bestimmten Weise handelt, sodass Menschen dadurch glücklicher werden, dann hat das sehr viel was mit Wahrheit zu tun. Ansonsten kann man das philosophisch sehr viel behandeln. Wahrheit ist auch immer relativ, je nachdem, welcher Mensch es ist, in welcher Kultur, welcher Zeit erlebt. Ne? Es gibt keine total absolute Wahrheit, aber man kann es immer daran erkennen, dass es nützlich ist. Ne? Und was haben Träume mit der Wahrheit zu tun? Ja, das ist ähnlich. Träume sind ja nicht in einem absoluten Sinne wahr, dass es genauso ist, wie man es träumt, aber sie weisen auf etwas hin, was man vielleicht tun sollte. Vielleicht bestimmte Träume können Anzeichen dafür sein, dass man sein Leben vielleicht ändern sollte, vielleicht auch im spirituellen Sinne. Ne? Insofern hat es eine gewisse Wahrheit, aber nicht, weil die Dinge so sind, wie sie einem im Traum erscheinen, sondern weil man sie dann so deuten kann, dass das ein Ratschlag ist. Die Wahrheit ist ein Begriff, den man nicht so einfach fassen kann. Die Wahrheit ist zunächst einmal relativ. Das heißt, es gibt in manchen Bereichen so viele Wahrheiten, wie es Menschen gibt. Was haben Träume mit der Wahrheit zu tun? Darüber gibt es ja verschiedene Theorien.
Nach der psychologischen Theorie ist es so,